Ein wunderschönen guten Tag bei Litzox und wir spielen DZ mit dem Schiller und ich werde schon von Zombies angegriffen, obwohl ich gerade erst gespawnt bin. Ich blute auch schon wie ein Schwein. Aber egal. Ich kämpfe hier jetzt irgendwie durch die Stadt und dann wird das schon. Der Zombie ist nämlich zu doof zum Treppenlaufen. Jetzt verbinde ich mich kurz und nämlich weg, nämlich voll weg. So. Ja. Und da ich in Chernobyl bin. Ist da nicht sogar ein Krankenhaus? Genau, da werde ich jetzt auch hin. Ja, dann hol mal diese Blutdinger auf, ne? Ja, genau. Ja, wir haben eben auch schon mal gespielt. Irgendwie nach einer Folge waren wir beide gleich schon tot. Tot? Tot. Also wird tot bleiben. Weil, lief nicht so gut. Nee, ich bin in ein Haus gerannt. Ich dachte, okay, da bist du sicher. Und da kommen die Dinger durch die Wände durch. Die Zombies. Warte mal, was ich gefunden habe. Na, was hast du gefunden? Eine Axt. Sehr gut. So, wir sind hier jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ganz einfach deswegen, damit wir nicht gleich wieder überrumpelt werden. Alter, ich hab eine Axt. Was soll ich vorsichtiger werden? Na, ich. Ich hab nix. Ich hab noch nicht mal mehr Verbandzeug. Das musste ich eben schon opfern. Scheiße, stör nicht auf wegen den scheiß Bahnschienen. So, ich weiß ungefähr, wo das Krankenhaus ist, ungefähr. So, ich guck mal, ob ich hier Autoteile finden kann. Oh mein Gott. Zwei Zombies, oh mein Gott, du Kleiner. Denkst du, wer du bist und du? Guck nicht so blöd. Okay, jetzt muss ich mein Verbandszeug auch opfern direkt. Ist ja super. Okay. Warum habe ich... Ah, nice! Guck mal, der Zombie, den ich gerade umgelegt habe, der hatte Bohnen am Start. Das ist geil. Das ist echt geil. Ich bin hier in der Nähe von einem großen Industriegebäude. Ich weiß nicht, ob ich da rein soll. Hau dich. Aber eigentlich... Nein, nee, ich will erstmal zum Krankenhaus ein bisschen Reserven holen für uns beide. Reifen. Ich werde erstmal einen Reifen mitnehmen. Also ich gehe jetzt einfach zum Krankenhaus, hol uns ein paar Blutkonserven, Blutreserven. Ja, ist gut. Und dann schauen wir mal, wo wir dahin gehen. Dann treffen wir uns erstmal. Ja, wäre ich auf jeden Fall früher. Damit wir erstmal medizinisch versorgt sind. In dieser rauen Zombie-Welt. Oh Gott, und jedem von uns steckt doch ein Zombie. Und hey, die Kirchturmglocke, Leute. Das heißt, einer ist in der Kirche. Ja, gut, dann müssen wir den abknallen. Oh Gott. Die Leute zu überall gerade. Wir sind nicht allein. Ja, doch, ich schon. Und wenn ich nicht allein bin, natürlich ich denjenigen. Also nachdem wir in der ersten Folge, also in der ersten DZ-Serie so auf Fresse geflogen sind. Weil Tim ja nicht auf mich gehört hat. Wir haben es versucht. Wir können sagen, wir haben es ehrlich versucht, ehrlich mit anderen Mitspielern umzugehen, aber wenn das halt nicht klappt. Dann müssen wir auf die Martin-Methode umgreifen. Ich bin aber dafür, wir sagen einfach, er soll abhauen, sonst töten wir ihn. Wenn er nicht abhaut, dann töten wir ihn. Ja klar, das ist natürlich sehr schlau, wenn er eine M4 hat und wie eine läppische Axt. Na, aber wenn er gar nichts hat. Also wenn er gar nichts hat, dann nehmen wir den aus. Also er hat bestimmt... Mindestens ist schon mal eine Bandage für jeden drin. Also wenn er eine M4 hat, sollten wir versuchen, ihm auszuweichen und gar nicht mit ihm zu kommunizieren. Also wenn er eine M4 hat, werde ich von hinten kommen und ihn abschlachten. So, ich habe jetzt auch eine Axt. Ja, und das ist einen Werkzeugkoffer wieder, den ich ja eben auch schon hatte. Nice. Ja, mit dem ich hab einen Autoreifen. Ja gut, den Werkzeugkoffer brauchen wir ja, weil sonst können wir ja nicht an den Autos rumbasteln. Mhm. Und wenn wir ein Auto haben, ich fahre, damit das vergiss schon mal klar ist. Vergiss es. Ey Tim, das ist ganz klar, dass ich fahre. Okay, guck mal, ich fahre erstmal und dann kannst du fahren, okay? Okay. Aber der fährt, muss auch die Tankfüllung besorgen, ne? Ja, kannst du kriegen. So, also Nexus wurde getötet, der hat doch eben noch mit uns gesprochen, ne? Aha. Hallo, ist da jemand? Ja. Ich muss, glaube ich, in die Richtung da hinten irgendwie. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Schon alles so lange her.
Ja, ich krieche an ein Zombie vorbei. Ich krieche an ein Zombie vorbei. Ich krieche an ein Zombie vorbei. Ich krieche durchs hohe Gras. Durchs hohe Gras. Durchs hohe Gras. Und Edge wurde getötet. Edge wurde getötet, Edge ist ein Wie sieht denn das Wrack aus? Ich sehe hier zwei. Das sieht aus wie ein Auto, das fahren kann. Du hast noch ein Auto, du hast schon mal ein Video gesehen von einem Auto, was fährt auf YouTube bestimmt. Ja, das war beim Golf. Achso. Okay, okay, das geht natürlich auch. Auf der Map Zelle zum Beispiel gibt es auch ganz normale deutsche Autos und so. Das ist cool. Können wir später mal spielen. Nee, jetzt habe ich erstmal hier einen Typen wieder umgebracht, aber der hat wohl nichts selbst, ja? Du hast einen Typen umgebracht? Ach, ein Zombie. Zombie. Achso. So, da liegt nochmal eine Axt, aber ich habe hier eine und da liegt ein Werkzeugkoffer. Wir haben es aber auch mit den Werkzeugkoffern hier, ne? Das wundert mich, dass die so häufig vorkommen. Normalerweise waren die recht selten. Also ich habe mit Alphons immer recht selten einen gefunden. Was zum Teufel? Ich nehme mal vorsichtshalber mit, ne? Jo. Doppelt hält besser. So, was haben wir hier noch? Oh, Bandagen! Nice! Ich glaube, da... Oh Gott, Zombie. Hä? Der hat nicht mich gesehen, oder? Wollte er mich verarschen, der hat echt mich gesehen. Echt mich gesehen? Das ist natürlich sehr schön. Sehr schönes Deutsch. So, ich habe jetzt zwei Bandagen wie? Noch und... Wie? Ne, jetzt hört auf zu laufen. Ja, hat er mich jetzt gefunden. Mein Gott. Ah ja, was ist denn das für ein Vieh? Oh, zum Glück blute ich nicht. Das wäre jetzt mein Aus gewesen. Jetzt muss ich echt durch die Stadt rennen. Ah, oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie er mich schon wieder gesehen hat. Was? Was denn? Ich wurde erschossen. Wie, du wurdest erschossen? Ich wurde erschossen. Ja, siehst du gut, dass ich den Dings aufgehoben habe. Weil ich so nett war, habe ich auch gleich mal... Bin ich direkt mal zurückgegangen und heb jetzt die Axt auch noch auf für dich. Oh mein Gott. Ja, dann respawnen wir mal. Warum war der mit... Warum? Wie? Vor allem so auch richtig hinterhältig aus dem Rücken. Weißt du, wirst verfolgt vom Zombie. Was macht der? Batz! Also soll ich jetzt weiter nach Cerno laufen oder erst den Stand der Lage abchecken? Na, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt starte, ne? Ja, warte ich mal kurz hier. Ich starte in... Solnikini! Oh Gott, wo ist das? Ach du Scheiße, das ist ganz, ganz woanders. Lass dich töten. Das ist am Ende, an den Ende der Karte fast. Ja, dann lass dich töten. Ja? Ja, ich laufe jetzt bestimmt nicht so weit. Ja, wir können ja einfach aufeinander zulaufen. Aber nee. Trotzdem lang, oder? Ja, okay, einmal noch, ein Versuch noch. Hier komm, friss mich auf. Tim, man sieht's, er ist ein Noob. Ja, genau. Kann man nichts anderes zu sagen, der Tim, der hat's einfach nicht so drauf wie ich. Gisch, gisch. Oh, jetzt haben sie mich ohnmächtig gehauen. Was auch passiert. Mit einem Lucky Punch. Das ist manchmal auch öde, weißt du? Du läufst vom Zombie weg. Und der trifft dich nur einmal. Ein einziges Mal und du wirst ohnmächtig, weil er gleich so einen Lucky Punch hittet. Ja, das ist scheiße. Oder er bricht dir mit einem Schlag die Beine. Das ist auch nicht cool. So wie jetzt. Jetzt habe ich hier ein gebrochenes Knochensymbol. Ach Gott. Ah, du wurdest gekillt. Mal wieder. Ey, die müssen auch denken, ich bin der letzte Idiot auf dem Zäuber. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache denken sie ja nicht von mir. So, letzte Chance. Wenn ich jetzt wieder ganz woanders spawne als du, dann scheiß drauf. Wurdest du in Skype angeschrieben oder ich? Aber ich glaube eher ich, oder? Also ich wurde gerade nicht in Skype angeschrieben. Gut, dann wurde ich. Dann wurde ich angeschrieben, ey. Landebahn, schon wieder irgendwo. Wo ist denn die Landebahn in Cerno? Also ich starte bestimmt nicht, weil ich habe jetzt drei Bandagen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist das Problem. Ja, dann weißt du, was du zu tun. Doch, ich weiß, wo ich bin. Beim Airfield. Beim Kleinen, wo wir das erste Mal die Leute getroffen haben. Ach so. Da, wo ich die Karte gefunden habe. Ja, da müsstest du auch sein. Du läufst doch Richtung Cerno, ne? Moment mal.
das hier für einen, ne? Den kann ich nicht ausbauen. Ich bin gerade in den Militärzelten und wollte gucken, ob hier. Ja, da bin ich auch. Ja, dann komm mal hier hin. Aber ich habe nichts ausgerüstet. Ich sehe dich, glaube ich sogar. Ich habe genug Ausrüstung. Also, was ist genug? Ich habe 3 Bandagen und eine Axt für dich direkt. Du bist bei den Militärzelten, bei den ganzen Zelten, ne? Genau, bei den ganzen Zelten, wo irgendwie komischerweise so viele Leichen rumliegen, die ich nicht ausrauben kann. Hä, wie bist du denn da reingekommen? Also, ich weiß, also, ist einfach so? Ja, rübergesprungen. Was? Und was hast du mit den Zombies gemacht? Da sind doch so viele Zombies, ey. Unbenötigt. Ich habe eine Axt, hallo? Ne, komm mal erstmal raus und bring mir meine Ausrüstung. Will er ohne Ausrüstung, dann sterbe ich gleich wieder, aber ich keinen Bock drauf. Und da wir uns gerade. Er sieht mich. Jetzt. Irgendwas schreibt mich gerade ein TS an. Mich, ja. Mich auch. Dann ist das ein Channel, das ist bestimmt wieder Lou oder so, keine Ahnung. Okay, ich habe einen Arrow gefunden, ist der gut? Haben wir den? Was? Ein Arrow, also ein Pfeil. Den brauchst du ja nicht, sei denn du hast eine Armbrust. Nein, komm mal raus aus den Zelten. Ich seh dich. Ist für mich, ja. Pack mal alles ein, was du kriegen kannst und komm dann raus, wir treffen uns. Lightfire, was ist das denn? Weiß ich nicht. Ach so, ich kann die Reifen hier anbrennen, geil. Ja, mach du. Hab ich doch. Okay. Gut, wo sind hier Zombies? Da oben ist ein auf den Hochsitzen, ne? Auf den Hochsitzen sind meistens die geilen Waffen, ne? Ah, toll. Der ist aber richtig cool da oben. Kann ich gar nicht umbringen. Okay, dich bringe ich als erstes. Na, komm her. Hm? Komm her. Gut. Fein, dass du das. Die Enfield-Magazin. Kannst du den Zombie umbringen, der da unter dem Hochsitz gammelt? Nee, leider nicht. Den kriege ich nicht. Ich komm mal rein, ja? Wie viele Zombies sind da noch? Nur eine. Ich hab ihn. Gut, dann kann ich jetzt reinkommen. Ist die Luft rein soweit, ne? So, erstmal hier rauf. Aber wir sollten mal ja auch gucken. Recht schnell wieder verschwinden. Okay, ich hab hier irgendwie. Oh, okay, hier liegen nur Bandagen und ein Pfeil rum, glaube ich. Hilf mir mal. Hinter mir sind Zombies, glaube ich. Scheiße. Ja, komm, kletter mal. Ja, komm. Nee, komm. Wo bist du denn da oben? Ich bin hier oben auf den Dingens. Komm einfach hoch. Ja, aber die Zombies kommen ja nicht hoch. Die sind zu blöd dafür. Alter, du siehst aus wie ein Zombie, ich hätte dich fast kaputt gemacht. Alter. So, was? Zeig dich mal. Warst du auf dem. Ja, guck mich an. Alter. Hey, spricht gerade einer mit uns? Hörst du das? Ich hab's gerade auch gehört. Wo ist er? Da hinten läuft er. Wo? Zwischen den Zelten, da kommt er rausgelaufen gerade. Wenn wir den umbringen, komm, ich bring ihn um. Ja, ich bleib hier, ich hab nix. Scheiße, Mann! Was ist nichts passiert? Was denn? Was los? Ich bin da runtergesprungen. Hier, wo ist er? Da läuft er auf der Außenseite. Ne, ist ein Zombie, warte mal. Der ist irgendwo in den Zelten, pass auf jeden Fall auf. Ich geh mal auf andere Hochsitz einmal. Ja, check mal ab. Jetzt noch die Axt geben können. Ja, das wäre vielleicht ideal gewesen. Ne? Hi. Hey, bleib mal stehen. Ich habe eine Leiche gefunden. Der hat eine Axt. Stop it. Okay, Bruder, okay. Bleib stehen, du Assi. Wo ist er denn? Der wird jetzt vom Zombie. Don't kill me, bro. Ist er das hier? Ja, gib ihm. Ja, lass ihn laufen. Nein. Der hat doch eh keine. Der hat keine Ausrüstung. Der hat uns jetzt in Ruhe gelassen, alles gut, alles cool. So, lass mal auf die andere Hochsitze auf der anderen Seite auch nochmal. Ich kann dir Bandagen geben, ich hab 6 Stück. Ja, aber so viele brauche ich nicht. Was ist hier so drin? Ja, aber safe ist safe, verstehst du, wie ich meine? Ja, ich hab auch 3 Stück. Okay. So, hier in den Zelten warst du überall drinnen, ne? Da ist nichts mehr. Warte mal, kann man die AKs. Warum kann man die AKs hier nicht aufheben, Mann? Wo bist du jetzt hingelaufen? Ich laufe auf der anderen Seite des Zeltlagers auf die Hochsitze nochmal rauf. Oh. Oh, hier liegt ein Toter. Ja, den habe ich schon ausgenommen. Ah, ist klar. Da liegt meine Axt her. Hier. Blöder Zombie. Alter, da ist ein Zombie auf dem Hochsitz. Wie gemein ist das denn? Okay, den lasse ich dann mal sein, da sterbe ich nur. Brauche ich ja nicht unnötig irgendwie. So viel war da eh nicht drauf.
Da gammelt ein Zombie echt auf dem Hochsitz, ey. Ernsthaft? Ja, auf den ganz hinten links in der Ecke. So, was haben wir hier? Na komm, mal gucken, ob ich den krieg. Boah, ganz viele Magazine, aber keine Waffe. Verbandszeug. Rauchgranate. Feldration. Bisschen was zu futtern. Ich habe eine Rauchgranate. Und ganz viel Munition. Oh, ich hab ja den erstmal hier oben ausgenockt. Jetzt kann ich da hochgehen. Hast du ausgenockt? Echt? Ja, normal. Bruder, polnische Präzision. Weißt du, ich versuche hier möglichst vorsichtig zu sein, damit wir möglichst lange überleben. Und du klatsch, klatsch, klatsch. Ja, natürlich. Ich muss... So, ich hab ein... Ready-to-eat-Meal. Das ist doch gut, dann nimmst du. Das nehme ich mit und Painkillers. Die nehme ich auch mal mit. Okay, und dann kommen wir wieder runter und verschwinden hier, weil hier auch relativ viele Leute mal reinkommen. Okay, gut. Kann ich jetzt hier runter? Ja. Sah das behindert. Du siehst echt aus wie ein Zombie. Sah das behindert. Das ist geil, ne? Das sieht scheiße aus, Mann. Ich hätte dich fast umgebracht, Alter. So, dann lass mal verschwinden hier. Jo. Ja, wir beenden diese Folge auch dann mal kurz. Ja, dann darfst du auch nicht weiterlaufen, weil die laufen gerade Zombies hinterher. Okay. Ich laufe dann noch ein bisschen weiter, bis wir die los sind. Alter, wie bist du hier durchgekommen? Ich habe die Tore aufgemacht, du Dödel. Warum hast du die nicht direkt für mich auch aufgemacht? Die sind doch auf. Nee. Bei mir sind die... Ja, du siehst es ja in der Folge, wenn die Folge dann rauskommt, dann wirst du es ja sehen. Okay, gut. Okay, diese Aufnahme beenden wir einmal kurz und dann sind wir gleich wieder da bei der nächsten Folge. Bis dann. Jo, bis gleich.